Dass es in Freiburg immer Proteste gibt, wenn irgendwo eine neue Wohnbaufläche entwickelt wird, das ist aus meiner Sicht selbstverständlich. Ich habe auch Verständnis für die Landwirte, die da tatsächlich Flächen verlieren. Und ich finde auch, das muss man auch anerkennen, dass da tatsächlich eine Betroffenheit da ist. Dann allerdings mit Argumenten zu kommen, man bräuchte das nicht und man könne doch irgendwelche Parkplätze bebauen und damit die Wohnungsfrage lösen, geht an der Realität komplett vorbei. Das heißt, wir brauchen auch einfach eine gewisse Anzahl von Wohnungen und es ist nicht mit hier 20 und dort 20 zu machen, sondern dieser neue Stadtteil soll 5.500 Wohnungen bringen, mindestens, und die brauchen wir auch ganz dringend. Ich glaube, dass in Freiburg mit wenigen Ausnahmen alle einsehen, dass wir diesen neuen Stadtteil brauchen. Rieselfeld und Vauban haben gezeigt, dass tatsächlich Wohnungen über Jahre hinweg nicht teurer wurden, dass die Preise stagniert sind. Er ist kernstadtnah, das heißt, man kann auch tatsächlich mit dem Fahrrad und dann später auch mit dem ÖPNV direkt in die Stadt kommen. Wir werden einen eigenen Stadtteil entwickeln, wie wir es bei Rieselfeld und Vauban auch schon gemacht haben. Das heißt, die Vorteile sind, dass ich vor Ort alles habe. Wohnungen, Dienstleistungen, Arbeitsplätze, aber zum Beispiel auch Infrastrukturen wie Kindergärten, Schulen oder auch Einkaufsmöglichkeiten. Und das ist der Vorteil eines neuen Stadtteils, dass wir das hier aus einem Guss entwickeln können.